Es ist der 4.5.2021. Ich habe heute lange geschlafen. Ich konnte vorher nicht streamen, weil mein Vater eine Konferenz hatte. Und ich habe heute, wie gesagt, lange geschlafen. Und auch gut geschlafen. Wieder mal. Ohne zu viel Kreuzschmerzen. Ich bin ja die letzten Tage so um 5, 6 aufgestanden. Und konnte nicht weiterschlafen, weil ich so Kreuzschmerzen hatte. Und heute war Sonja da, aber nur bis um 3, weil es ihr nicht so gut ging. Ich war schwindelig und schlecht. Und um 3 ist sie nach Hause gefahren. Wir waren eine Runde spazieren. Ich habe ein Eis gegessen. Wir haben Kaffee getrunken. Haben ein paar geraucht. Und es war ganz schön, aber zu kurz. Ich glaube, dass sie morgen nicht kommt. Aber ich hoffe, dass sie kommt. Und also ich hoffe, dass es morgen besser geht und dass sie wirklich kommt und bin mir aber nicht sicher. Ich habe mir ja bei Rebuy ein HomePod Mini gekauft und da gab es heute Einrichtungsprobleme. Habe ich bei der Apple Support Hotline angerufen und mich besser gesagt rückrufen lassen. Und zuerst war ich in der falschen Abteilung, weil es den HomePod Mini noch nicht gibt bei uns in Österreich. Der kommt im Juli oder Juni. Und dann war ich bei den Apple, bei den Mac-Supportern für die Hardware. Und der hat mir einige Tipps gegeben und wir haben alles Mögliche ausprobiert, aber es ist nicht gegangen. Und der beste Tipp war dann, den HomePod Mini ans MacBook anzuschließen. Der hat ja USB-C. Und ein Hardware Reset zu machen. Oder ein Software Reset, besser gesagt. Und den zurückzusetzen. Und dann lief alles. Weil zuerst hat mein Handy den HomePod nicht erkannt. Also dann muss so ein Fenster aufgehen. Und dann kann man einrichten. Aber das ist nicht aufgegangen. Beim Ranhalten und auch mit dem Hardware Reset ging es nicht. Und als ich ihn dann am Laptop angeschlossen habe, hat es sofort angezeigt, wiederherstellen. Es hat dann so 10 Minuten gedauert, ungefähr, vielleicht auch 15. Und da hat neue Software installiert. Und dann lief alles. Dann habe ich ihn neu gestartet, angeschlossen. Und dann hat ihn mein Handy erkannt. Ich habe zuerst gedacht, es kann sein, dass ich ein deutsches Profil brauche, weil der ja nur in Deutschland verfügbar ist, in Amerika. Aber ein Freund von mir hat ihn sich auch geholt und bei dem ging es reibungslos. Aber der war nicht richtig zurückgesetzt.
Dann möchte ich über ihn noch schreiben. Weil ein Gerät von außen zu checken, ob es funktioniert und so, ist ja okay, aber wenn die Software nicht richtig zurückgesetzt ist, kannst der neue User auch nicht verwenden. Und wenn ich nicht über eine Stunde mit Apple telefoniert hätte, würde er jetzt noch nicht laufen. Weil auf die Idee wäre ich nie gekommen, den an den Laptop anzuschließen. Und jetzt geht er. Ich bin ziemlich zufrieden bis jetzt. Damit er versteht die Sprachkommandos. Und die Tonwiedergabe ist auch besser als bei den Alexa-Geräten. Klarer und lauter. Und ich bin bis jetzt ganz zufrieden, aber ich muss noch einen genaueren Test machen und ein paar Fragen stellen und so. Das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe nur Musik gehört. Morgen soll es regnen. Und übermorgen auch. Wie gesagt, ich hoffe, dass Sonja kommt und dass ich eine Beschäftigung habe, weil draußen wird ja noch immer umgebaut. Und es wird morgen nicht gehen, aber wenn es regnet. Aber wenn ich eine Beschäftigung habe und jemand, der mit mir rauchen geht, ist es leichter. Sonst gibt es nicht so viel Neues. Am Freitag bekomme ich meine zweite Impfung. Am Dienstag bin ich wieder bei Christoph. Ich hoffe, dass es mir jetzt bis dahin wieder gut geht. Nach der Impfung. Und ich war jetzt noch mal draußen. Und haben bei meinen Eltern getratscht. Jetzt lieg ich im Bett, es ist 21:31 Uhr. Und ich habe heute schon meinen Stream aufgenommen. Aber den habe ich gelöscht, weil ich eigentlich 20 Minuten fast gar nichts geredet habe, sondern E-Mails beantwortet habe und so nebenbei. Und jetzt habe ich gedacht, ich fasse nochmal den Tag zusammen. Ich dürfte jetzt endlich schubfrei sein. Nach mehreren Wochen mit Schubsymptomen. Und bin schon sehr müde. Und ja, ich habe mir jetzt das, was mir da diese, ich glaube, es war eine Frau vorgeschlagen hat, im Chat dieses OnlyFans angeguckt, aber ich finde die App im App Store nicht. Das sind nur Porno-Apps, das ist komisch. Und OnlyFans sieht halt im Internet aus wie eine Plattform für Pädophile, wenn ich so sagen darf. Aber
wenn ich da ein paar Fotos und ein paar Texte veröffentlichen kann und das dann edit wird, dann würde ich das mir dort ein Profil anlegen und mal schauen, ob es was bringt. Und aber fürs Handy habe ich es nicht gefunden. Da war zwar eine OnlyFans-App, aber die war irgendwie mit Zeitschriften. Ich habe mich da nicht wirklich ausgekannt. Und muss dem noch genauer nachgehen. Weil die Chatterin hat mir gesagt, oder der Chatter, ich weiß nicht, hat mir gesagt, dass man da ein Profil anlegen kann mit Fotos und Texten. Und dass Fans von Streamern das um $10 abonnieren können. Und dass so eine kleine Summe zusammenkommt für Streamen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Sims spielen soll im Stream. Aber ich bin nicht so die Baukorre wie ihr. Ich spiele eher das Spiel. Und ich glaube, interessiert euch eher das Bauen und so. Und das mache ich eben nicht so gern. Und kann es auch nicht so gut. Also es ist fraglich, ob das was bringt. Er war vorher extrem heiß. Jetzt geht's wieder. Also Laptop wird schon wieder warm. Kerstin muss ich morgen oder übermorgen mal schreiben. Von der habe ich es halt. Dienstag oder so nichts mehr gehört. Oder seit Freitag. Keine Ahnung. Christoph hat sich mein Buchteil durchgelesen und finde den gut und ich soll das Ganze noch erweitern. Aber Kapitel sind ihm keine mehr eingefallen. Ich habe jetzt die Veröffentlichung vom Buch in 2020 geschoben, weil momentan sowieso keine Lokale offen haben und weil ich glaube, dass bis die Lokale aufsperren, wieder ein Lockdown ist und dann kann man kein Buch präsentieren. Und deswegen habe ich es auf 2020 geschoben. Wenn es dann mit Corona besser ist. Sonst. Gibt es nicht viel. Ich habe meine AirTags eingerichtet. Zwei habe ich mir gekauft. Und ein Apple-Zubehör fürs AirTag. Weil zwei Zubehöre für AirTags
Belkin kommen in 2 Wochen. Also kann ich einen der Wellen nicht benutzen. Und ja. Ich hoffe, sie kommen schneller. Als 2 Wochen. Lieferung steht zwischen 6. und 14. Aber ich habe noch keine Versandbestätigung bekommen. Sonst gibt es nicht viel Neues. Freitag Impfung, Dienstag Christoph und nächste Woche irgendwann Kerstin. Ende der Woche. Wenn man keinen Test braucht, um nach Scheib zu fahren. Und sonst möchte ich mein restliches Geld dieses Mal sparen. Werden so 160 Euro sein. Und mal schauen. Ich habe jetzt eigentlich mehr ausgegeben als geplant. Da der HomePod Mini plötzlich verfügbar war. Ich werde jetzt rausfinden, ob OnlyFans eine seriöse Plattform ist und dann schlafen gehen. Ich habe eh schon 18 Minuten. Und keiner schreibt mir. Sind wohl alle mit Spielen beschäftigt. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.